Herzlich willkommen zu 7 Days to Die, der Rettungsaktion. Denn letztes Mal haben wir von Elle und Tim Taylor auf die Schnude gekriegt. Jetzt müssen wir meinen Rucksack da wieder rausholen und den Hauptblut. Kennst du noch Tim Taylor? Hör mal, wer da hämmert. Ja. War auch eine geile Sendung. Habe ich nicht geguckt, fand ich nicht gut. Bitte? Danke. Ich muss mir das hier mit dir nochmal überlegen. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Fandst du echt nicht gut? Nee, war nicht so meins. Moment. So. Was? Nee, ich meine mich. Ausdauer ist voll. Du willst mich verkackeiern! Na, geht da wieder einer drauf? Nein! Vielleicht! Was ist das? Warte, ich muss mich mal gegenhalten. Das kann nicht wahr sein! Endlich bin ich nicht nur die Blöde hier, du. Das ist ein Witz. Das ist mir schon peinlich. Ja, deutet es auch. Was sollte es auch, Patrick? Das ist mir jetzt wirklich peinlich. Das läuft jetzt ja auch. Ich gebe nicht auf. Und wenn es das Letzte in meinem Leben ist, was ich tue, ich hole mir diesen Hauptblut. Aber wir haben ja auch Nacht auch noch, ne? Ja, 22 Uhr. Oh, nee. Du musst das ja immer machen, wenn es nachts ist. Meine Sachen sind da drinne. Das wäre echt doof. Ja. Okay, warte. Aber ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, ja? So, jetzt wird es legendär. Da dürfte ich jetzt eigentlich kaum noch was rübergehopst kommen hier. Ja. Von da vielleicht. Wir müssen übrigens Munition sammeln, glaube ich, zum Blutmond. Irgendwer hat ganz schön rumgeaßt mit der Schrotflintenmunition. Hör, Patrick. Die sind schon frei! Das. Ja. Einen habe ich. Ich häng fest. Komm wieder. Was denn immer mit deinem Festhängen, sag mal? Ich knüppel jetzt einfach rauf. Ich hab keinen Erste-Hilfe-Kack mehr. Ich brauch was zum Heilen. Ich hab nix zum Heilen. Und du bist schon wieder tot. Ich hab keinen Bock mehr. Wie oft bist du jetzt gestorben? Dreimal? Hintereinander? Ich möchte nicht drüber reden. Ich hätte schon wieder schlechte Laune. An deiner Stelle. Ich muss hier erstmal das alles heile machen von dem Polizisten, der hier rangespuckt hat. Lachst du dich gerade selber aus? Mm-mm. Ich bewahre die Kontenance. Du bist hier? Ja. Ich muss mal kurz was holen. Die habe ich nicht mitgenommen. Jetzt wird er sauer. Jetzt geht Rambo los hier. Was zu viel ist, ist zu viel. Hast du eine Pistole? Nee, ich wollte sagen. Ah, ich hab schön dekoriert hier. Was zu viel ist, ist zu viel. Ich lasse mir das von diesen blöden Zombies nicht bieten.
Das dürfte reichen. Ich lasse mir das nicht bieten. Mama, Mami, Mimi, Mimi. Jasmin, komm. Was? Wir zeigen denen jetzt, dass man das mit uns nicht machen kann. Mit uns? Viel Spaß. Ich gehe bestimmt nicht bei dem. Wir sind doch ein Team und. Vergiss es, Boy. Ich muss da alleine hin? Ich denke. Es ist nachts. Das juckt mich nicht. Das hat dich ja jetzt auch die ganze Zeit nicht gejuckt. Ja, aber ich bin gestorben. Und? Ich habe eine Idee. Jetzt kommt's. Ich habe das schon mal gesagt, aber ich habe jetzt eine Idee. Ach, brauche ich einen Fahrrad? Muss nur einmal zu meinem Rucksack. Was ist das? Brauche ich vielleicht noch irgendwas, um Ausdauer zu tanken? Nö, das wird schon gut gehen. So, wie weit ist denn mein Rucksack überhaupt weg? Naja, gut 200 Meter, das geht ja. So, Jasmin, du hältst mir denn also den Rücken frei, ja? Richtig? Er hat mich gesehen. Wait, muss ich mal aufpassen? Hm? Ich bin hier selber ein Loch. Alter, hä? Ah, das klingt so spannend, was du machst. Ist es auch. Ja, ich wäre auch gern in eine Basis und würde dir zugucken bei den spannenden Tätigkeiten, die du so erlebst. Während es 23 Uhr ist. Fast 0 Uhr. Nee. Sehen die mich wegen der Taschenlampe? Ja, ich dachte, ich könnte mir so ein Bild mitnehmen. Aber das geht nicht. Jasmin, ich bin fast am Ort des Geschehens. Mhm. Sehr nice. Forge ahead. Nö. Ach komm, wie willst du mich denn sehen auf die Distanz? So. Okay, warte, ich brauche nochmal Platz. Okay. Wir machen das jetzt anders. Ist keiner mehr hier? Hm. Witz. Ich
glaube, die hatten Wind bekommen von meinem grandiosen Plan, den ich gerade hatte. Und wie ich mich ausgestattet habe und dass ich das nicht auf mich sitzen lasse. Mhm. Und jetzt haben sie Angst gekriegt und sind abgehauen. Ja. Anders kann ich mir die ganze Situation nicht erklären. Bei mir ist auch, glaube ich, gerade irgendwer draußen. Ich auch mal einen davon, ne? Kein Forge Ahead. Wobei das jetzt echt überraschend abgelaufen ist hier. Gut, so, was nehmen wir da noch für mit hier? Da können wir den einmal heile machen. So, und dann machen wir. Können wir den hier mit reinpacken. Und dann könnte der ja eigentlich hier noch mit rein, ne? Ja. Das war easy. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Komme ich hier mit dem Fahrrad nicht raus? Oh Gott! Ich fahre hier lang. Ja, rat mal, wer hier seine ganzen Sachen geholt hat. Ganz tapp mitten in der Nacht. Hm. Ich habe grandiose Schlachten erlebt, Jasmin. Grandiose Schlachten. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Ist ja auch dein Verschulden. Die Jünger der folgenden Generation werden am Lagerfeuer noch davon berichten. Du brauchst dich nicht übergeben. Hm. War kurz davor. Ja, mein Fahrrad hat jetzt nur noch 13% Leben. Da müsste ich vielleicht auch mal beigehen. So, ja geil. Ich hab's geschafft. Hm. Geschossspitzen. So, dann wollen wir einmal wieder aussortieren hier. So rum. Ich hab dir auch noch was mitgebracht, obwohl du es nicht verdient hast, ja, ja. Mhm. Wie war das nochmal? So, das kommt hier mit rein. Jetons habe ich im Fahrrad. Kann ich in den da schon wieder nicht reinstecken? Hast du es mal mit Spucke versucht? Mhm. Da. Das. Haben wir schon irgendwo Säure? Ja. Kann ich den jetzt nicht einfach drunter packen? Äh,
Ich weiß nicht. Will einfach nur den hier da drunter, aber das geht nicht, so wie ich das wollte. Trinken. Ja, da muss ja was im Weg sein. Nee, ist nicht. Zwei Minuten. So. Weil das Ding wollte ich eigentlich da in die unter den Dings jetzt. Tierfett und Jammelfleisch haben wir hier. Bleibt das halt so. Bist du oben oder? Ne, hier vorne. Ah. Yeah. Oh ja, da bleibt das halt. Ja, ne? So, hier, ich hab hier was für dich. Okay. Wer ist da schon wieder in meinem Loch? Die haben voll viel kaputt gemacht. Ja, und ich wollte gerade was kochen. Das ist alleine hin. Der Sigi. Ey, ich hab hier aus so einem richtig krassen Baumarkt mein Loot wiedergeholt, ja? Was erwartest du? Ja, nicht viel, deswegen frage ich. Wehe, die machen da wieder was kaputt. Nee, nur die Stachel vorhin. Bis jetzt. So, aber die müssen wir ja dann eh neu setzen, ne? Ja, ja. Die sind ja dafür da, dass die erstmal abgedreckt werden da. So. Schön. Jetzt haben die hier unten natürlich schon wieder ein bisschen was kaputt gemacht. Was denn? Na, ja, bei mir, bei mir. Achso, dann ist ja egal. Ja, 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 das interessiert nicht. Scheiß drauf. So, Fahrrad leer räumen. Und dann bräuchte ich mal ein bisschen Pflasterstein. Guck mal, meine Hängedeko hier, Blumen. Sieht schön aus, ne? Ja, ja. Hier hast du schön angefangen mit Dekorieren. Ja. Ist ja auch meine Hut. Was habe ich auch alles gemacht hier? Zement. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Was haben wir denn noch? Da kann noch was rein und der Rest ist wieder oben, ne? Ja. So. Schön. Nee, habe ich L gerade getroffen, ne? Und Tim? Ah, die haben das Weide gesucht, als sie mich gesehen haben, du. Ja, weil du stinkst. Ja. War jetzt immer so. Weil die dachten nicht, der Loser schon wieder. Also langsam wird's langweilig. Wie oft will der noch sterben? So. Egal. Alle wieder vernünftig hier. So, Pflasterstein. Pflasterstein, so sei doch mein.
So. Pflasterstein, ja. Haben wir ja nicht so viel, ne? Ich mach mir jedes Mal selber. Brauchen wir Stein? Nein, Lehm und Stein. Ja. So. Septe. Pflastersteine. Ja. Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich irgendwie diese blöde Loch da wieder zukriege. Aber vielleicht lasse ich das erstmal, damit die hier nicht noch mehr kaputt machen. Dann kriechen die da immer durch. Mhm. Hoffe ich. Ein bisschen aufwerten hier die Bude, ne? Ah, nein! Ah, was mache ich denn da? Ist das die äußerste Wand? Das ist die... Ach, Glück gehabt. La, 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 la. Ha, 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 ha. Fängst jetzt bei dir an, oder was? Na, nur auf Pflasterstein so ein bisschen. Stabiler. Ist stabiler. Ja, aber ich kann halt noch nicht so viel aufwerten, weil ich brauche Beton, um weiterzumachen. Das kann nämlich erstmal so, dann könnte man da hinten noch die Außenwand machen und man könnte hier das Ganze eigentlich aufwerten. Und die mittleren müssen noch bleiben, denn an denen müssen wir noch arbeiten. So. Ein paar Meter schafft man ja, ne? Gerade. Aber ich brauche schon wieder Stein demnächst. So. Hat doch überall so ein bisschen Schaden gehabt hier. Kann ja erstmal die Pflastersteine soweit fertig machen und dann Stein sammeln.
sind doch schon wieder irgendwelche, oder? Ich buddel gerade. Nee. Hier sind auch schon wieder... Ja, stimmt, ich höre ein Laufen. Ey, immer hier. Schon wieder. Warum? Ich weiß nicht. Ist da vielleicht der größte Schwachpunkt der Basis? Ja, aber eigentlich... Oh, ich treffe die einfach nicht. Brauchst du Hilfe? Ich verstehe es nicht. Warum die immer da rein wollen. Scheiße. Ja, ich habe keinen Pflasterstein mehr. Das hat jetzt... Wieso ist hier ein Loch? Also ich krieg's, glaube ich, hier nicht alleine hin. Ja, ich komme. Ich habe nämlich keine Munition mehr. Straßenseite oder wo? Ich weiß nicht, irgendwo... Die sind irgendwie überall gefühlt gerade. Und dieser blöde Rocker hier, den kriege ich zu... Hat der rote Augen? Nee, orange. Die hat schon wieder einen Stein kaputt gemacht. Ja, deswegen sage ich, ey. Oh, ich habe hier einen Slip aufgehauen. Ich verstehe das nicht, warum die immer da rein wollen. Da ist er jetzt nun auch... Wo denn jetzt schon wieder? Ist noch hier meine Perle. Das ist ja nun jetzt auch nicht mehr stabil, weil ich kann es ja nicht richtig aufwerten. Das ist ja das Problem. Du meinst wegen dem Zementmischer? Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum die immer da rangehen wollen. Ist auch immer dieselbe Ecke, ne? Ja, immer hier die Ecke. Ich kann es dir leider nicht sagen. Wieso habe ich denn hier andauernd keine Ausdauer? Aha. Das ist Erde. Ah, der gut, da müssen wir halt ein bisschen Erde erst wegnehmen. Aber wieso nagt der bei mir jetzt so an der Ausdauer? Infiziert? Nee. Irgendwie nicht, ey. Okay. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Minecraft. Einfach runterbuddeln. Du wirst mir doch jetzt hier nicht erzählen, dass es hier keinen Stein gibt. Stein.
So, ein Glück gibt es hier keine Lava, in der ich reinfallen kann. Hattest du mal Minecraft gespielt? Nee. Echt nicht? Mm-mm. Ich auch nicht, das war was für Babys. Ah gut, ich hab's gespielt. Ich hab ein Schloss gebaut. Na schön für dich. Aber ich hab's nicht so gesuchtet wie viele andere. Ja. Haben wir gleich wieder 1000 Steine zusammen. Mhm. Ist aber ruckzuck wieder weg. Ja. Hält leider nicht lange, ne? Mhm. So. Pflastersteine machen. Oben ist da. Ich glaube, bevor ich Pflastersteine mache, mache ich mir erstmal Rahmenform. Hm. Baublöcke. Was war denn das? Gehustet. Ach so. Meintest du das? Ja, hat sich komisch angehört. Die ganze Zeit husten. So, Jasmin, rate mal, wer ganz viel Stein hat. So, hier kann ich gleich mal Pflastersteine. So, da können wir jetzt jederzeit wieder runter und Stein abbauen. Und bis das soweit ist, die Ecken. Kann eigentlich auch. Und der auch. Hier noch ein Plateau hin oder so? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch ein zu hoch mit der ganzen... Bin ich mit der ganzen Geschichte ein zu hoch? Nee, ne? Da kommt ja... Nee, eigentlich, das sollte eigentlich passen. Den da hinten habe ich auch noch nicht mitgemacht. Dann muss ich den hier auch weg. Wird es ja wieder demnächst Zeit für eine Händlerquest, wa? Mhm. Könnte man ja nächste Folge mit reinschieben und eine Schatzsuche haben wir noch. Wir haben eine Schatzkarte gefunden. Mhm. So, der kann, der kann. Ach, das habe ich schon alles ausgebuddelt. Boah, war ich fleißig.
Gesundheit. Ich habe nicht genießt, ich habe gehustet. Ja, ich weiß, aber irgendwie, ich muss dich ja ermutigen, mal langsam gesund zu werden. Das nervt ja. Oh Gott. Das ist ja widerlich. Ja. Oha. So. Schon ewig nicht mehr so einen Husten gehabt, ey. Rauch mal weniger. Von wegen. Von wegen, ey. Quatsch mir die Lunge schwarz, wenn ich das will. Nee, ich mein von wegen rauchen. Jasmin ist nicht rauchen. Sie kompensiert es mit Alkohol. Auch nicht. 6-7 Jahre rauche ich schon nicht mehr. 6-7 Jahre? Ja, 6-7 Jahre. Nee. 5. Nee. Doch. Weil ich der Grund war, dass du aufgehört hast. Ja. Ja, mein guter Einfluss. So bin ich. Trotzdem sind es knapp 6 Jahre. Nee, du hast doch das erste Jahr hast du doch geraucht. Er wird schon 8. Ja. Er war 2. Ja, ich habe aber ein Jahr, bevor ich schwanger geworden bin, aufgehört. Ja, also 5 Jahre. 6 fast. Und nur wegen meinem guten Einfluss. Hört, hört. Keinen guten Einfluss, weil mich das arm gemacht hat. Was? Du hast ständig alles von mir weggeraucht. Ich teile mir die ein und du rauchst mir die Arms weg, ey. Ich hatte keinen Bock zu stopfen. Ja. Und ich musste immer die gestopften rauchen, obwohl ich die nicht mochte. Da hättest du ja auch mehr Originale kaufen können. Nö, ich höre einfach auf. Ja. Geld. Wenn ich überlege, wie viel die jetzt kosten, ey, boah, nee, da würde ich auch nie im Leben mehr bezahlen. Das stimmt. Spaß so viel Geld und gesünder ist auch. Hast du eigentlich das Reel gesehen aus von der Werbung aus den 50er Jahren? Okay. Was meinst du? Eine Werbung von, Dr. Oetker, glaube ich, machen die auch hier Kuchen? Ja. Ja, ne? Eine Frau stellt sich nur 2 Fragen in ihrem Leben. Erstens, was ziehe ich heute an? Und zweitens, was kann ich backen? Denn sie weiß, dass der Mann viel härter arbeitet als sie. Und er freut sich, wenn sie dann da den... Oder, nee, sie ist mit Freude erfüllt, wenn sie den Haushalt gemacht hat und den Mann bekocht, irgendwie so. Das muss ich dir schicken, das fand ich so lustig. Sowieso so, diese ganz alten Werbungen, die sind eigentlich alle nur darauf ausgelegt, der Mann arbeitet und die Frau hat ihn zu verwöhnen und hat dann dies zu machen, das zu machen. Eine schöne Zeit muss das gewesen sein. Für den Mann. Für die Frau natürlich auch, weil sie war ja mit Glück erfüllt, wenn sie den Mann bekocht hat. Ja, ja. Logischerweise. Gibt nichts Schöneres für eine Frau, ne? Hab ich aus der Werbung gehört. Und Werbung lügt nie. Egal wie alt die ist. Die Frau oder die Werbung? Sowohl als auch. So, wunderbar, ey. Das läuft ja wie geschnürt. Was ist denn das? Stein. Oh Gott. So. Aua. Ich sehe eine Feder oder so. Nehme ich noch die eine Reihe hier weg.
oder aus Ausdauergründen könnten wir natürlich auch. Die paar Dinger nehmen wir aber noch weg. Dort Dr. Oetker backt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Hä? Dr. Oetker ist doch kein Putzmittel. Ist nicht ganz richtig, ne? Aus Backpulver kannst du rohrfrei machen. Ja, das hast du von mir. Jetzt hast du es von mir. Gern geschehen. Nee, ich hab's nicht von dir. Von mir. Wie weit muss ich denn nach hinten? Da, ich mach das erstmal. Sollte ja eigentlich. Rein theoretisch muss ich so oder so bis den hier. So, der war das Minimum. Bin ich denn hier eins zu weit gegangen? Dann vermisse ich irgendwie meine alte Base hier. Oh, Jasmin, ich bin zu weit gegangen. Ja, wie immer. Ich hätte nur bis hier machen dürfen, oder? Nicht denn, wenn ich das hier abmache? Jetzt die Frage, ziehe ich denn alles nochmal ein weiter raus oder machen wir dazu mit Erde? Ich würde sagen, das weiß ich erst, wenn ich die Höhe habe. Ne, wenn wir die Höhe haben, dann können wir entscheiden, wie weit wir rauskommen. Und der reicht ja so von der Fläche. Der ist sogar schon viel zu groß. Der hätte ja nur bis hier gemusst. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist rein theoretisch sehr gut. Damage hin. Weißt du, was ich beim Aufwerten immer richtig gut finde? Hm? Es geht nicht an die Ausdauer. Das kannst du stundenlang machen. Außer du hast keinen Pflasterstein mehr. Mhm. Das heißt, ich muss demnächst Steine organisieren. Und dann müssen wir hier. Aber das kann ich erst entscheiden, wenn ich hier hochkomme. Und hochkomme ich erst, wenn ich den Zementmischer habe. Und dann könnte man sagen. Müsste man nämlich von hier. Auf Höhe, denn das. Denn so. Und dann da. Und dann kann man hier beigehen. Genau. Nach und nach muss das noch ausgehöhlt werden hier, damit wir da auch noch Boden machen können. Ups. Bin ich runtergefallen, Jasmin. Mm. Wie finden wir denn das? Lustig. So.
Oh, das ist so angenehm. Mit meiner 6er Schaufel brauche ich nur noch 2 Spatenstiche, um so einen Block abzubauen. Kann ich das hier eigentlich schon wegnehmen? Wenn ich das wegnehmen würde, hätte ich meine Skizze hier gar nicht mehr, ne? Weil das stürzt ja dann zusammen. Aber der Rest ist selbsterklärend. So, ich habe jetzt da einmal ein bisschen fertig gemacht. Ein bisschen? Ja, ich habe mir das Dach noch mal ein bisschen anders gemacht eben. Jasmin, Blutmond, Gewitter. Heute ist es soweit. Was hast du abgeändert? Die Spitze nur. Ich habe jetzt Blöcke hingepackt. Achso, dass du ein flaches Dach hast. Nee. Ja. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber da möchte ich, habe jetzt keinen Lust mehr. So. Ich brauche jetzt hier uns mal 2 Chili Hot Dogs. Mm. Ach, diese Buddelei, ey. Aber ich habe halt keine Lust mehr, auf den Erdbohrer zu warten. Vor allem, wenn ich für den auch wieder 244 Bücher lesen muss. Das ist mir zu anstrengend. So. Und da geht die Ausdauer flöten. Sag mal, können wir noch Goldrutentee herstellen? Ja. Wir bräuchten auch eigentlich noch mehr Tausammler, ne? Ja. Damit wir mehr Wasser zum Tee, Kaffee und so kochen haben. Hm. Hast du Besuch? Weiß ich nicht. Warum? Ich habe was gehört. Hm. Vielleicht vorbeigezogen. Wie das Gewitter. Kannst du haben. Es kam, sah und ging davon. Jasmin. Ich muss. So. Ach, nicht mehr lange und ich kann das alles betonieren. Und den noch. Dann sind wir doch hier wieder auf Höhe, ne? Ah, wunderbar. Das heißt nur noch der Schmarrn hier. Ich glaube, bei mir ist einer. Ist oder ist?
Ja, hier futtert einer. Ja, was ist der denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir treibt sich jemand rum. So. Ja, dieser ganze Haufen Erde. Wessen Idee war denn das mit diesem blöden Bunker hier? Ja. Meine nicht. Ich habe mir hier schon ein bisschen Wohnlicht gemacht. Naja, viel ist nicht mehr, ne? So. Der hier, ne? Passt das? Ja, ne? So. Baust du ab? Die Lampe, die hier hängt. Mal umgekehrten Pilz? Nee. Ah, okay. Erstmal die andere und jetzt den. Oh. Der ging ganz einfach Schrott. Lass mich raten. Du hast mit einer Schraubzange versucht, eine Glühbirne rauszudrehen. Ja. Hat man gehört. Problem damit? Nein, nein, nein. Du hast absolutes Feingefühl mit einer Rohrzange. Der Schraubenschlüssel ist prädestiniert dafür, eine Glühbirne aus der Fassung zu schrauben. Prädestiniert, was? Prädestiniert. So, ich hab mal ein bisschen dekoriert. Oh. Ich muss jetzt gleich aber echt ins Bett, ey. Ja, ja, warte. Einen Moment. Ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß. Oh, jetzt habe ich das zumindest weg und hier haben wir das schon weg und oh, geil. Oh, hier ist noch so viel Block. Ich muss wieder Stein sammeln und sonst nochmal alles aufwerten hier. Ja, ich auch. Auch das, was kaputt gegangen ist. Ganz, ganz viel Stein brauche ich noch. Ja, deswegen habe ich immer Stein mitgenommen. Stein brauchst du immer. Ich habe ja schnell 1000 voll, ne? Wo sind denn da? Noch eine Tür. Ja, ich finde das gemütlicher. Mit 4 Türen? Na, wenn das nicht so offen hier ist, wenn man mal die Tür zumachen würde überall. Okay, da ist noch offen. Alter, wo bist du denn durchgegangen, Boy? Danke. Ich hätte den noch aufwerten sollen. Alles klar, das war's heute von uns mit 7 Days to Die. Eine wieder sehr lang gewordene Folge. Ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.